Moin, hier ist Horst. Ja, ich grüße euch auf meinem Kanal und freue mich natürlich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, heute geht es ums Balkonkraftwerk und zwar gibt es dort eine Gesetzesänderung und die wurde jetzt im Kabinett zugestimmt. Damit kann jetzt für jedermann die private Energiewende in den eigenen vier Wänden einziehen. Damit ist es jetzt jedem möglich, sein eigenes Balkonkraftwerk anzubringen und in Betrieb zu nehmen. Dies steht auf der Internetseite des Bundesministeriums für Justiz. Den Link dazu habe ich unten in der Beschreibung gelegt. Den könnt ihr euch da rausziehen. Ja, was das Wohnungseigentumsgesetz gleich WEG bedeutet, wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Wenn euch das interessiert, dann würde ich sagen, bleibt dran und schaut euch dieses Video an. Nach dem Intro geht's los. Die Stromerzeugung soll größer werden. Daher hat die Bundesregierung eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, um die Installation von Balkonkraftwerken zu vereinfachen. Damit ist das Gesetz für Stecker-Balkonkraftwerke in den Katalog der sogenannten privilegierten baulichen Veränderungen aufgenommen worden. Damit haben die Wohnungseigentümer und auch Mieter künftig einen Anspruch darauf, dass die Hausbesitzer sowie auch die Eigentümergemeinschaft jetzt Balkonkraftwerke diesen Anspruch nachgehen müssen. Man muss allerdings jeweils den Hausbesitzer oder in der Eigentümergemeinschaft über das Wie kann ich mein Balkonkraftwerk anbringen, unterrichten und dieses auch besprechen. Denn hier gibt es ein Mitspracherecht. Oft scheitert eine Anbindung eines Balkonkraftwerks an der Zustimmung des Hauseigentümers oder der Wohnungseigentümergemeinschaft. Dies ist künftig nicht mehr möglich, denn es ist jetzt jedem Mieter oder Eigentümer gestattet, ein Balkonkraftwerk zu installieren. Allerdings können Vorgaben vom Hausbesitzer oder der WEG gemacht werden, wie es jetzt zum Beispiel angebracht werden darf. Mit diesem Gesetz gilt für Balkonkraftwerke das gleiche Recht wie bei baulichen Veränderungen. Jeder Wohnungseigentümer kann angemessen bauliche Veränderungen verlangen, die dem Gebrauch durch Menschen wie Behinderung, dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge, den Einbruchschutz und dem Anschließen der Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität dienen. Ich habe den Link unten dazu, ich habe den Link dazu unten in der Beschreibung gelegt. Allerdings bedeutet das nicht, dass ihr jetzt einfach ein Balkonkraftwerk anbringen dürft. Ihr braucht für die Installation eines Balkonkraftwerks auch die Zustimmung des Eigentümers oder der WEG. Diese dürfen nun nicht mehr verweigert werden, sofern die Balkonkraftwerke angemessen sind. Das heißt, dass die Wohnanlage nicht grundlegend umgestaltet wird und die Module am Balkon zum Beispiel links angebracht werden und euer Nachbar sein Balkonkraftwerk dann rechts installiert. Auch die Gradzahl der Aufständerung sollte mit dem Eigentümer oder der WEG besprochen werden. Nicht, dass es einmal 35 Grad oder 40 Grad, je nachdem, wo ihr jetzt wohnt, durcheinander liegenden. Auch die Sicherheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Balkonkraftwerk unterliegt manchmal einem starken Wind. Und diese Windlast muss zum Beispiel das Balkongelände abfangen. Also, wenn ihr ein Balkonkraftwerk aufstellen möchtet, sprecht über das und wie und wo, dann wird es euch kein Problem machen. Ja, es kann euch das Aufstellen eines Balkonkraftwerks nicht mehr verwehrt werden. Wenn es jetzt durch den Bundestag gegangen ist, was ich ganz stark annehme, wird es wohl so am 01.01.2024 in Kraft treten. Dann sind noch andere gesetzliche Änderungen gemacht worden. Es gibt keine Meldepflicht beim Netzbetreiber mehr. Nur das Anmelden beim Marktstammdatenregister ist noch durchzuführen. Das ist gut so. Auch die Durchbringen oder vielmehr das Durchbringen von Gebrauch eines ganz normalen Schuko-Steckers und nicht das Installieren eines Einspeisesteckers, denn sonst würde sich ein Balkonkraftwerk wohl nicht mehr lohnen, da der Elektriker das Ganze machen müsste und dies nicht gerade günstig ist.
Ja, so wie zum Beispiel die ganze, also eine ganze Leitung von der Einspeisedose zum Schaltschrank zu legen. Auch die Wechselrichterleistung von 600 Watt wird auf 800 Watt angehoben. Also wer jetzt die Energiewende mitgestalten möchte, kann jetzt ein Balkonkraftwerk anbringen. Für euch, die jetzt einen eigenen Garten haben zum Beispiel, die können auch solch ein Balkonkraftwerk aufs Gartenhaus bringen oder auf den Rasenaufständer. Denn jedes Modul, was Sonne einfängt und zu Strom umwandelt, hilft bei der Energiewende. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, lasst Kommentare unten und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich sehr freuen über ein Abo. Und vergesst dann nicht unten die Glocke zu klicken, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Also, schönen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Horst.